In der Scharnhorster Bibliothek bietet die Ausstellung unter dem Motto »Kommt alle ins Boot« viele Ansichten vom Landstropper Ei. Ein Dutzend Künstler zeigen den Wasserturm aus Sicht der Kunst. Mit dieser Aktion wollen Verwaltung, Politik, Eiförderung und Stadtbezirksmarketing auf das Denkmal aufmerksam machen, das in naher Zukunft saniert und zu einem touristischen Ziel ausgebaut werden soll. Ja, war so ein bisschen weit. Können Sie noch ein bisschen nachdrücken? Ja, bitte. Der Schreu ist nicht zu nah. Wenn Sie noch irgendwie ein bisschen näher kommen, geht schon. Die Damen. Liebe Scharnhorsterin, liebe Scharnhorster, liebe Mitglieder des Fördervereins Landstropper Ei, sehr verehrte Damen und Herren Künstler, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ich darf Sie recht herzlich hier in unserer Mediothek, hier in der Gesamtschule der Stadt Dortmund, recht herzlich willkommen heißen. Und ich bin positiv überrascht, dass so viele Leute gekommen sind, sich unser Vernissage hier des Wasserturmvereins anzuschauen. Schönen Dank dafür, dass Sie alle da sind. Ich begrüße ganz besonders natürlich diejenigen, die diese Vernissage ermöglicht haben. Das ist an erster Stelle Frau Braun. Frau Braun ist eine namhafte Künstlerin, sie jetzt nochmal speziell vorzustellen. Ich glaube, das wäre Eulen nach Athen zu tragen. Hallo Bruni. Und ich darf auch recht herzlich Bodo Champignon, den Vorsitzenden des Landstropper Ei e.V., hier recht herzlich begrüßen. Ohne diese beiden wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Als Künstler darf ich hier begrüßen, wie eben schon gesagt, Bruni Braun, Manfred Bauermeister, Uli Haller, Ulrike Herbach, Dr. Klaus Maul, Erik Messling, Rosemarie Schapp, Ulrich Schmidt, Ulla Schönhese, Gisela Seifert, Klaus Wenzel. Das sind alles die Künstlerinnen und Künstler, deren Objekte wir hier sehen. Diese Objekte beschäftigen sich alle mit dem Landstropper Ei. Und sie haben ihre persönlichen Schätze geöffnet, um uns das hier heute darbieten zu können. Das Landstropper Ei ist ein Wasserturm mit einem stählernen K-Fachwerk. So habe ich es aus Wikipedia mir rausgezogen. Und der Wasserturm ist sichtbar auf der Anhöhe der Autobahn A2. Ein Landzeichen, was wir immer sehen, wenn wir entweder von Oberhausen oder von Hannover kommen und uns unserer Heimatstadt nähern, dann ist der Wasserturm immer das Zeichen, das uns dann immer sagt, noch 5 Minuten, dann bin ich zu Hause. Ja. Gegen Ende 2007 wurde der Wasserturm von der Stadt Dortmund gekauft und der Wasserturm ist jetzt im Besitz der Stadt Dortmund und der Förderverein Landstropper Ei hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Wasserturmverein zu restaurieren und der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Und das Ganze hat im letzten Jahr eine sehr große Eigendynamik entwickelt, dadurch, dass einige Landstropper Bürgerinnen und Bürger diese ganze Geschichte angestoßen haben, unter anderem unser ehemaliger Fußballprofi Friedhelm Meier, genannt Pere Meier, dann Jörg Ostermann war dabei, Uli Haller war dabei und einige andere Landstropper, die gesagt haben, das kann doch so nicht sein, dass dieses Ding hier so vor sich hin rostet. Es wird doch höchste Zeit, dass unsere Landmark hier wieder restauriert wird. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir mit dem neuen Vorsitzenden des Landstropper Ei Wasserturmvereins, Bodo Champignon, jemanden gefunden haben, der sich vorne auf die Lokomotive gesetzt hat und den ganzen Zug ins Rollen gebracht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne diese Landstropper-Initiative, ohne Bodo Champignon, ohne Bruno Schwörs und ohne viele, viele andere, die uns mithelfen, im Hintergrund mithelfen, dieses ganze Objekt zu stemmen, auch dank an die Stadt Dortmund nicht zu vergessen, wäre diese Initiative, wäre diese Maßnahme überhaupt nicht möglich. Und wir hoffen, dass wir spätestens im Jahre 2013 soweit sind, dass man an dem Turm Hand anlegen kann und dass wir einen schönen, relativ neu gestalteten Wasserturm wieder in Landstrop haben. Schönen Dank und jetzt möchte ich das Wort von Bodo übergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde des Landstropper Eis, ich denke mal, das ist die Motivation, die Sie heute hierher geführt haben, dass Sie Ihre Sympathie zu diesem über 100-jährigen Wasserturm zum Ausdruck bringen wollen. Ja, ich bin hoch erfreut und beeindruckt. Und wenn mir einer im vergangenen Jahr im August gesagt hätte, du wirst Ende Mai eine Kunstausstellung mit eröffnen,
wo sich Künstler sich diesem Objekt Landschaftsparei auf unterschiedliche Weise genähert haben und ihre Inspirationen irgendwo zum Ausdruck gebracht haben, dann hätte ich gedacht, wer soll das sowas tun? Nicht? Wer macht denn so etwas? Und als das erste Mal ich gemacht habe, ich einen Rundgang hier gemacht und bin zutiefst beeindruckt von dem, was hier an künstlerischer Kreativität geleistet worden ist. Bruno hat alle Künstler aufgezählt. Ich freue mich auch, dass Sie sich hier ins Engagement gebracht haben. Das hilft uns unglaublich weiter. Ich bedanke mich beim Stadtbezirksmarketing, die hier das Ganze mit auf organisatorisch auf den Weg geschoben haben. Aber ganz vorneweg, da schließe ich mich den Worten von Rüdiger an Sie, Frau Braun, die ganz massiv die Organisation in ihre Hand genommen haben, haben geguckt, dass sie die Künstler, Freundinnen und Freunde zusammengeholt haben, die diese Exponate zur Verfügung gestellt haben. Und ich stelle fest, es ist wirklich etwas Wunderbares. Ich hoffe, es wird so weiterhin transportiert, dass noch ganz viele nach dieser Vernissage von heute, vom 30. Mai bis zum 17. August, wenn die Finissage dann sein soll, wir feststellen können, es sind hoffentlich mehrere Tausende gewesen, die hier hingekommen sind. Ich möchte mich in den Dank nochmal mit Rüdiger in einer zeigen, zu sagen, auch dieser Landschaftsparei-Initiative, ohne die es nicht gegangen wäre, das muss man immer wieder nach vorne stellen, wo also Pere Meyer, Uli Haller, Jörg Ostermann, erstmal diese drei Leute haben, da kann man auch mal sehen, dass in Dortmund auch was Kreatives an der Theke passieren kann, nämlich dass man das Bier auf gescheite Gedanken hat. Ich würde es gerne mal sagen lassen, Alkohol ist die intensivste Hirnnahrung, darf nur nicht zu viel sein, aber hier hat es sich positiv ausgewirkt und ich sage mal, sie sind die Basis gewesen zu dem, was eigentlich dann passiert ist. Der Förderverein arbeitet jetzt noch nicht ein ganzes Jahr und ich denke mal, jeder, der die Presse regelmäßig verfolgt, wird festgestellt haben, es ist ja kein Monat vergangen, wo nicht irgendein beeindruckender Artikel über die ganze Entwicklung des Fördervereins, was soll stattfinden, wie soll es weitergehen. Ich bin vorhin gefragt worden, wie geht es denn nun wirklich weiter? Anträge liegen vor. Der Förderverein und die Stadt Dortmund haben also Anträge dorthin gegeben. Eine Botschaft, die sicherlich für jeden interessant ist, der ob Mitglied oder nicht Mitglied, aber der sein Interesse zeigt, ist, im Moment sind wir in Verhandlungen mit der Stadt Dortmund, dass ein Nutzungsüberlassungsvertrag von der Stadt Dortmund mit dem Förderverein gemacht wird, weil nur der Förderverein in der Lage ist, Gelder zu akquirieren, die aus Stiftungen kommen. Also die Stadt Dortmund ist nicht befähigt und kann nicht in eigenem Nutzen, im eigenen Sinne Anträge stellen, damit sie Fördergelder aus Stiftungen bekommt. Das muss schon der Förderverein tun. Aber unsere Aufgabe ist es, und die sehe ich auch ganz vorrangig darin, dass die Sanierung schnell nach vorne getrieben wird. Möglicherweise, wenn es noch funktioniert in diesem Jahr, wenn es die Pläne so weit sind, dass man sagen kann, jawohl, entweder Ende 2012, Anfang 2013 geht es also los und dass wir dann in die Gänge kommen, wie man in Dortmund so schön sagt, und dass die Sanierung stattfindet. Und dann, wenn die Sanierungsbeginn da ist, wenn der Finanzplan steht, das ist die Grundvoraussetzung, ich erzähle das immer wieder, der Finanzplan muss stehen, dann kann im Rahmen der beginnenden Sanierung darüber nachgedacht werden, über eine weitere Nutzung. Eine Nutzung ist klar, nämlich die künstlerische Gestaltung von Uli Haller, der den Turm illuminieren will. Seine Exponate sind ja zu sehen. Ich habe ja auch schon eben sehen können, wie er aktiv als Künstler mit Licht arbeitet. Das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man dann von der Autobahn kommt, was ja jetzt schon immer ganz schön ist, und man sieht dann das angestrahlte Ei in verschiedenen Farben oder wie das auch immer sein wird, ich glaube, dann wird mein Herz aufgehen. Und das ist es so. Ich kann für mich nur feststellen, erstmal danke an alle fürs Kommen, für die Unterstützung. Das ist auch eine moralische Unterstützung und auch wieder eine Aufforderung für den Förderverein. Ich kann für mich feststellen, hier kommt etwas zum Ausdruck, was Dortmund wieder gibt. Und wenn wir eine Erfolgsrate von Borussia Dortmund feststellen können und sagen, dort wird geworben unter dem Begriff echte Liebe, dann sage ich, was hier zum Ausdruck kommt, für dieses Land so beeindruckend, das ist ebenfalls echte Liebe und ich danke allen Künstlern, die es so exponiert haben an der Stelle.